Servus Leute, hier ist wieder euer Slippy. Peace. Heute kommt ein kleines Unboxing-Video. Wie ihr seht, ist hier noch nichts. Schwuppdiwupp, ist hier eine schöne große Schachtel. Somit zeige ich euch, was ich mir gekauft habe. Es ist eine Canon-Kamera. Ich habe mir natürlich ein paar Artikel noch dazu gekauft. Dann würde ich mal sagen, spanne ich euch nicht auf die Folter und es geht mal los hier. Wie ihr seht, hier ist meine niegenagelneue Canon. Extra für euch, für YouTube. Natürlich nicht mit YouTube Money. Hier ist das zweite. Das dürfte wahrscheinlich die Linse sein, eine andere. Hier ist mal das dritte. Wir packen es dann nach und nach aus. Ich hole mal erstmal nur alles aus der Schachtel raus. Hier ist das vierte. So, ich würde mal sagen, wir packen als erstes mal den Rucksack schon mal aus. Müll schmeißen wir einfach mal hinter die Kamera. Was? So schaut der Rucksack aus, extra für die Kamera. Zwei Filter. Als nächstes packen wir mal hier das aus, das wird wahrscheinlich die andere Linse sein. Das raus, irgendwelche Anleitungsdinger. Für Linse braucht man nicht unbedingt Anleitung. Zack. Da ist... habe ich zwar jetzt nicht mitbestellt, kam aber irgendwie als Geschenk mit dazu. Wird wahrscheinlich auch so sein. Hier ist die Linse. Das ist die Linse für von 70mm bis 300mm. Also alles, was weiter weg ist, kann man damit gut fotografieren. Irgendwie höre ich, die ist aber irgendwie ein bisschen laut. Will ich mal sagen, das brauchen wir hier nicht gleich. Darum kommt es ab in den Rucksack. Was ich mir natürlich mit dazu gekauft habe, das ist eine 32 GB Karte. Die lassen wir mal draußen, weil die brauchen wir nachher. Ich werde ja noch ein paar Testbilder machen. So, das nächste, was ich natürlich mitbestellt habe. Ich habe zwar schon ein Stativ, aber ich muss sagen, das Stativ war mit im Angebot und ist natürlich viel besser. Das Coole ist, das Stativ kann man auch gleich noch nehmen als eine kleine Handkamera, also Hand-Steadicam. Dann packen wir mal meine Canon EOS 700D aus. Wenn ihr wollt, ich kann sie gerne unten verlinken über Amazon, dass ihr wisst, wie viel das mich alles so weit gekostet hat. Extra für euch, dass es weiter aufwärts gehen kann mit YouTube. Wie gesagt, Bücher. Nun kommen wir zum Herzstück. Das wird mein neues Herzstück. Klar werde ich die nicht immer benutzen, aber ich werde sie versuchen öfter mit einzubringen. Das Geilste ist halt einfach, deswegen habe ich sie mir gekauft, kann ich daheim Bilder machen, beziehungsweise Videos machen und kann mir alles anschauen, egal in welche Richtungen. Ob ich mal von oben filme und von oben da unten reinschauen will. Ich habe mir gedacht, ihr seid es mir wert. Nachdem ich diese Woche noch auf ein Geschäftsmeeting bzw. ein kleines bisschen Urlaub, sind bloß 3 Tage, fahre, habe ich mir gedacht, ist doch eh schon geil, wenn sie dann da ist, dann werde ich noch ein paar Bilder machen. Ich kann auch verraten, euch ungefähr, wo es hingeht, auf eine französische Insel. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht den Namen. Da fliege ich hin. Den Gurt werde ich nachher auch hin machen.
Was ist natürlich noch dabei? Kabel, Ladegerät. So, das Wichtigste ist natürlich die Hauptlinse. Und die werden wir jetzt mal gleich hin machen. So, das Einzige ist halt, was man auf jeden Fall wissen sollte, wenn man die sich kauft. Ihr seht ja hier das Objektiv, da ist der weiße Punkt, hier an der Kamera ist auch ein weißer Punkt, weiß auf weiß, geht hin, dreht rein, bis es knackst und dann ist sie schön stabil drin. Die ist wenigstens schön leise, ist gut für das Aufnehmen. Warum ist das Ganze hier auf dem Paikronfilm, wo hier besseres Licht ist? Ich werde mir irgendwann die nächste Zeit auch mal Softboxen holen, damit ich auch mal von innen, also mit euch innen Videos machen kann. Also Leute, ich war jetzt mal draußen und habe 2-3 Fotos geschossen, eigentlich mehr, einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Nicht vergessen, Däumchen nach oben, Däumchen sind Träumchen. Wie ihr schon wisst, ich war so 2, fast 3 Tage auf eine französische Insel. Werd dann ein bisschen was filmen. Also somit wünsche ich euch noch viel Spaß bei den Bildern noch und haut rein bis zum Montag und da seht ihr dann das klitzekleine Urlaubsvideo. Yeah!